Das Zahnkonzept, die Praxis unserer Top-Athleten, präsentiert Ihnen heldenhaft mit Biss in den Olymp. Zwei Athletinnen in der Warteschlaufe. Nadine Gonska rechts und Hanna Merkenthaler links gehören zu Deutschlands schnellsten 400-Meter-Läuferinnen. Ein Ticket für die Olympischen Sommerspiele in Tokio haben sie dennoch noch nicht zu 100% in der Tasche. Es gibt eine Einzelnorm, die kommt für mich aktuell einfach noch nicht in Frage. Die Zeit ist einfach zu schnell sozusagen für mich. Von daher möchte ich mich in der Staffel qualifizieren. Und da muss ich mich einfach sozusagen eine gute Zeit anbieten und mich gut sozusagen positionieren. Und dann kann ich nominiert werden. Der Nominierungsschluss für die Frauen- wie Mixed-Staffel ist Ende Juni. Und mit dem 6. Platz bei den deutschen Meisterschaften ist die Lehramtsstudentin schon mal ins Rampenlicht des Deutschen Leichtathletikverbandes gelaufen. Dennoch möchte sie sich bei der Verwirklichung ihres Ziels nicht groß mit Zahlen oder Platzierungen unter Druck setzen. Man sagt immer in der auch Sportpsychologie, man soll sich frei machen von Zahlen, weil wenn man sich eine Zahl vornimmt, dann neigt man öfters mal dazu, ein bisschen zu fest zu werden und hat einfach nicht diese Lockerheit, die man fürs Sprinten und fürs Laufen braucht. Locker bleiben lautet also die Devise für die international durchaus erfahrene Merkenthaler, die auf der Strecke viele Stärken mitbringt, wie ihr Trainer Rüdiger Haxen weiß. Sie ist eine Kämpfernatur, deswegen ist sie auch so gerne eingesetzt worden in den letzten Jahren in der Staffel, weil sie beißen kann, hinten vor allen Dingen auf den letzten 100 Metern. Das ist ihre große Stärke, also ihr Kampfeswille. Die Teilnahme bei den Spielen wäre auch für Merkenthaler ein Kindheitstraum. Doch die 24-Jährige ist sehr reflektiert, weiß, dass alles passen muss. Es muss natürlich bis dahin immer viel gut gehen. Man muss gesund bleiben, man muss gut trainieren, man muss gute Wettkämpfe machen. Und von daher ist es immer so ein bisschen Step by Step, dass man wirklich immer sozusagen sich von Wettkampf zu Wettkampf erarbeitet und dann hoffentlich irgendwann bei Olympia steht. Dort, wo Merkenthaler hin will, war ihre Mannschaftskollegin Nadine Gonska schon. 2016 in Rio ging sie über die 200-Meter-Strecke an den Start. Olympia für sie ein Lebensgefühl. War ein unfassbares Erlebnis für mich damals. Das ist olympische Dorf war wirklich einfach ein Dorf, in dem man gelebt hat mit Friseur und weiß ich nicht was allem. Und man kam irgendwie so mit allen Sportlern aus der ganzen Welt zusammen und hat auch einfach mal ganz andere Sportarten kennengelernt. Auch wenn solche Erlebnisse dieses Jahr in Tokio nur schwer umzusetzen sind, möchte die Grundschullehrerin natürlich trotzdem wieder zu den Spielen. Diesmal aber über die 400-Meter-Strecke. Dafür nimmt die ehemalige 200-Meter-Sprinterin auch die harten Trainingsumstellungen in Kauf. Es ist schon viel intensiver, man hat viel mehr längere Tempoläufe. Klar, manche Dinge, so die Sprinteinheiten, das bleibt gleich, aber das Training ist grundsätzlich schon intensiver und man ist viel häufiger einfach viel platter nach dem Training. Obwohl Gonska die 400 Meter erst seit 2018 festläuft, können sich ihre Erfolge bereits sehen lassen. Entsprechend stehen die Chancen für die deutsche Vizemeisterin in der Staffel dabei zu sein, blendend. Ausruhen kommt deswegen für sie aber nicht in Frage. Ich weiß, ich muss mich noch weiter anstrengen. Ich weiß, dass die anderen Mädels auch noch schnell laufen können und da muss auf jeden Fall noch weiter gearbeitet werden. Das Ziel ist klar. Die Voraussetzungen dafür sind geschaffen. Und Ende Juni hat das Warten auf das Ticket dann auch endlich ein Ende. Mit einem gesunden Lächeln nach Tokio. Das Zahnkonzept präsentierte Ihnen heldenhaft mit Biss in den Olymp.